show begin. In der vollgefüllten Millennium City stellen sich die 15 Finalistinnen der Miss Vienna-Wahl dem Urteil der 10-köpfigen Jury. Wochenlang haben sowohl die Mädels als auch Organisator Chris Steiner auf diesen Moment hingearbeitet und gefiebert. Die letzten Stunden waren schon sehr turbulent, viel zu organisieren, aber das Team hat super funktioniert und wie man sieht, die Mädels sind wunderschön und hat's motiviert. Nach dem ersten Durchgang im Lecheren Freizeitoutfit und der Vorstellrunde gibt es auch schon die erste Wertung. Und 5 Mädels müssen das Finale verlassen. Nathan Trent, der an diesem Abend seinen letzten Auftritt vor dem Eurovision Song Contest hat, übt sich schon mal im Juror sein. Die Mädels sind alle sehr hübsch und sehr, sehr nett und man sucht ja auch einfach Persönlichkeiten. Von dem her bin ich einfach sehr gespannt, was der Abend noch bringt, seine neue Erfahrung und ich freue mich da zu sein. Dass es hier nicht nur ums schön Aussehen geht, sondern dass der Siegerin auch viel Verantwortung, aber auch ein super tolles Jahr als Repräsentantin der Hauptstadt bevorstehen, das weiß Kim Budinski, Miss Vienna 2016. Sie muss an diesem Abend ihren Titel abgeben. Also eine Miss Vienna, Missen generell haben ja mal auf jeden Fall das, dass sie gut ausschauen, das ist mal was, was wichtig ist. Aber ich glaube, dass eine Miss Vienna noch viel mehr haben muss als eine Miss generell. Ich glaube, da geht es um Persönlichkeit, da geht es um Ausstrahlung, um Authentizität und auch um Motivation und das, was man aus dem Jahr einfach machen kann. Bevor es in die nächste Runde mit der Präsentation der Abendkleider geht, besuchen wir die Mädels Backstage. Ihr habt euch schon rausgeputzt, ihr seid schon fast fertig. Was fehlt denn bei dir noch? Schaut eh schon alles super aus. Ich glaube, ich werde mir noch Ohrringe aufsetzen, aber dann, glaube ich, bin ich soweit. Dann noch einmal tief durchatmen, in sich einkehren, noch mal überlegen, warum man eigentlich hier mitmacht. Und dann einfach sein Bestes geben, strahlen und die Leute hoffentlich begeistern. Ich mache noch meinen roten Lippenstift, der zum Kleid passt. Und ja, ich bin sehr aufgeregt, aber ich freue mich natürlich total, dass ich jetzt unter den letzten 10 bin. Nach der Präsentation der Abendkleider und einem aufregenden Baywatch-Walk stehen die letzten 5 finalen Kandidatinnen fest. Hart gekämpft und trainiert haben sie alle. Leider kann nur eine gewinnen. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Die Juroren werten geheim. Und nach über 2 Stunden Laufen und Lächeln steht die Siegerin fest. Es ist ein Gefühl, das ich vorher noch nie hatte. Es ist unbegreiflich, wirklich. Wenn man hier steht und die ganzen Menschen einen anschauen, das ist der Wahnsinn, wirklich. Ich bin so glücklich. Ich bin heute, glaube ich, die glücklichste Frau Wiens oder Österreichs sogar. Ja, du heulst jetzt gerade noch, das sind aber Freudentränen, die da über deine Wangen laufen. Es war ein harter Tag. Was wirst du heute noch machen? Mein kleiner Bruder ist da und ich habe jetzt einen Monat auf den Burger verzichtet und ich habe ihm versprochen, egal wie die Wahl heute zu Ende geht, ich gehe heute noch mit dem Burger essen und ich glaube, er hat schon Hunger. Na dann lassen wir sie mal ordentlich feiern und wünschen ihr ein erfolgreiches Jahr als Miss Vienna.